Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Herr Wild, ich hoffe, dass ich jetzt nicht Ihre Zeit verschwende, weil wir uns vermeintlich mit einem Thema befassen, das nichts mit dem Land zu tun hat. Wir meinen schon, dass es uns betrifft, weil es sehr, sehr viel mit den Einnahmen auch des Landes zu tun hat. Ein riesiger Datenschatz über fragwürdige Steuervermeidungsmethoden, brisante Geschäftskontakte und Geschäftskonstrukte beschäftigt die Öffentlichkeit. Nach den sogenannten Panama Papers, die uns bereits im Landtag beschäftigten, legte kürzlich das Netzwerk investigativer Journalisten, dem über 400 Journalisten aus über 60 Ländern angehören, die Paradise Papers auf den Tisch. Öffentlichkeit schafft den notwendigen Druck und Druck sorgt für Veränderung. Das ist die große Hoffnung. Es wird sich zeigen, wie viel davon übrig bleibt. Ich fürchte, der Skandal besteht fort. Die Paradise Papers enthalten unzählige Dokumente über Briefkastenfirmen und Geschäfte mit Hilfe von Steueroasen. Es tauchen die Namen von 120 Politikern, Prominenten und Unternehmen aus fast 50 Ländern auf. Dazu darf man nicht schweigen. Dazu muss man sich ganz glasklar positionieren, auch hier im Landtag. Und mehr noch muss von hier aus ein glasklares Signal an die Verantwortlichen im Bund ausgehen. Es muss endlich etwas passieren. Es müssen endlich wirksame Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, die Steuerflucht verhindern, ohne Wenn und Aber. Meine Damen und Herren, der eigentliche Skandal besteht doch darin, dass die Steuertricks zumeist legal sind. Der eigentliche Skandal ist, dass die Politik es nicht schafft, Steuerflucht endlich einen Riegel vorzuschieben. Und der eigentliche Skandal ist, dass bislang keine wirksamen Maßnahmen ergriffen wurden. Und das ist der Punkt. Solange Politik sich hilflos stellt, tausende Ausreden hat und gar nicht handeln will, wird es bei der Empörung über derartige Enthüllungen bleiben. Es bleibt bei der schreienden Ungerechtigkeit und einem weiteren Auseinanderdriften der Gesellschaft. Was sagt es uns, wenn auf diesem Globus die 62 reichsten Menschen genauso viel besitzen wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung? Was sagt es uns, wenn in Deutschland die oberen 10% sage und schreibe 52% des gesamten Vermögens besitzen? Und die Schere geht immer weiter auseinander, nicht zuletzt aufgrund der schattenhaften Welt globaler Steuerparadiese, in der Billionen Euros in Offshore-Konten fernab vom Fiskus geparkt werden können. Während Reiche immer reicher werden, bleibt die Allgemeinheit auf der Strecke. Vor 8 Jahren haben die G20-Staaten vereinbart, Praktiken der Steuerflucht und Steuervermeidung ein Ende zu setzen. Warum wurde das Versprechen nicht eingelöst? Was folgt aus diesem Umstand? Nichts. Wir sagen, es ist das Gebot der Stunde, Steueroasen endlich auszutrocknen. Niemand, der entsprechendes Einkommen oder Vermögen hat, sollte sich der Pflicht entziehen können, Steuern für das Wohl der Allgemeinheit zu zahlen. Wir erwarten, dass auch von der Landesregierung ein klares Signal an die Bundesebene geht. Und in der EU muss der Druck auf Länder, die mit Steuervermeidung Kasse machen, massiv erhöht werden. Es kann doch nicht sein, dass Länder wie Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Irland, auch Großbritannien, Malta oder Zypern an Steuervermeidung verdienen dürfen, während die Bürgerinnen und Bürger anderer EU-Staaten die Zeche dafür zahlen. Nicht nur Steuerhinterzieher und Steuerflüchtlinge sind asozial, sondern das sind auch diejenigen, die ihnen Tür und Tor öffnen. Steueroasen müssen endlich mit Strafzahlungen belegt werden. Und Steuerflüchtlinge mit Strafsteuern. Australien macht genau das. Konzerne, die ihre in Australien erwirtschafteten Gewinne in Steueroasen verlagern, müssen 40% Steuern zahlen. Es geht also.
schärfere Bestimmungen der EU für die Offenlegung der tatsächlichen Eigentümer von Trusts und Stiftungen sind längst überfällig. Und da nützt es auch nichts, sich allein darauf zurückzuziehen, die genannten Länder würden sich ja sträuben. Meine Damen und Herren, auch in Deutschland ist wahnsinnig viel zu tun und es kann auch einiges getan werden, auch allein, ja, auch auf nationaler Ebene. Es gibt im deutschen Steuerrecht eine Reihe von Privilegien für Reiche, unsinnige Ausnahmen, diverse Steuerlücken und Möglichkeiten zur Steuervermeidung, etwa die Share Deals, die sich auch endlich abgeschafft gehören. Wir brauchen endlich die Quellenbesteuerung auf Finanzflüsse in Steueroasen. Und wir brauchen dringend ein Unternehmensstrafrecht. Nur ein solches würde bei komplizierten und undurchsichtigen Unternehmensstrukturen helfen. Die wahren Steuerschuldner könnten sich dann nicht mehr verstecken. Ihre Unternehmen würden zur Kasse gebeten. Steuergesetze müssen verschärft, aber auch die Betriebsprüfung wieder gestärkt werden. Wir wissen auch, dass Spitzenverdiener aufgrund vieler steuerlicher Tricks kaum Spitzensteuersätze zahlen. Und die tatsächliche Steuerbelastung von Kapitalgesellschaften erreicht gerade einmal 10-15%, also nicht einmal die Hälfte dessen, was die nominalen Steuersätze vermuten lassen. Wenn wir uns die gigantischen Summen anschauen, die jährlich dem Fiskus entgehen, dann wird die Diskussion über das, was wir uns angeblich alles nicht leisten können, was wir angeblich alles nicht finanzieren können, so richtig absurd. Experten gehen davon aus, dass Deutschland aufgrund von Tricksereien mit Gewinnverlagerungen in Steuerparadiese bis zu 20 Milliarden Euro jährlich entgehen. 20 Milliarden Euro. Angesichts dessen ist auch der Satz von Minister Glawe in der Debatte gestern so völlig absurd. Er sagte, wir erinnern uns vielleicht noch daran, wir können nicht über unsere Verhältnisse leben. Ha, ja, dann ändern wir diese Verhältnisse. Wir fordern von der Landesregierung ein klares Signal, ein Weiter-so darf es nicht geben. Frau Polzin, die ehemalige Finanzministerin, hat immer wieder betont, dass sie kaum die Macht hätten, an den Umständen im Bund etwas zu ändern. Sie sagte aber auch, dass die Welt sich vielleicht ändern werde. Und ich sage Ihnen jetzt, die Welt verändert sich, und zwar rasant, jeden Tag. Der Reichtum wächst und wächst aber nur in wenigen Händen. Und wer ist dafür verantwortlich? Es ist die verdammte Verantwortung der Politik, für eine gerechte Besteuerung zu sorgen. Immer größer werden die Vermögen, die sich in Steueroasen vor Steuerbehörden verstecken. Immer wieder werden kriminelle Machenschaften und Strukturen aufgedeckt. Was muss eigentlich noch passieren, dass sich an der Einstellung der politisch Verantwortlichen etwas grundlegend ändert? Stattdessen ambitionslose Maßnahmen seitens des Bundesfinanzministers oder eben auf europäischer Ebene gibt es nur punktuell wirksame Maßnahmen, die eigentlich durchgreifend nichts ändern. Es ist nicht zu dulden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit mittleren und kleinen Einkommen, Selbstständige und viele kleine, aber auch mittlere Unternehmen die öffentlichen Aufgaben dieses Landes mit all seinen Strukturen finanzieren, während Konzerne und Superreiche ihre Gelder in oftmals sonnigere Gefilde in Steueroasen bringen. Und sie müssen dabei gar nicht unter Palmen fahren. Es reicht auch ein Abstecher etwa in die Niederlande. Wir haben die Steueroasen mitten in Europa. Meine Damen und Herren, wir fordern ein Höchstmaß an Transparenz bei der Besteuerung, klare Abkommen zu einer Mindestbesteuerung und schwarze Listen, die diesen Namen auch verdienen. Schwarze Listen sind nämlich völlig witzlos, wenn wieder Steueroasen wie die USA, die Niederlande und Länder mit Nullsteuersätzen auf diesen Listen landen und keine abschreckenden Sanktionen vereinbart werden. Wir, die Linksfraktion, wir werden an den Themen Beseitigung von Steuerflucht, Steuerschlupflöchern und Steuervermeidung, gerechte Besteuerung und Vermögenssteuer dranbleiben und diese auch weiterhin in diesen Landtag tragen. Selbst der Internationale Währungsfonds, wahrlich keine linke Organisation, hat der Bundesregierung inzwischen empfohlen, ihre reichsten Bürger höher zu besteuern, um der Ungleichheit tatsächlich entgegenzuwirken. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.